Ja, willkommen zurück bei unserer Familien-WG. Ich freue mich so, denn heute ist es endlich soweit. Trommelwirbel, die Karina hat heute Geburtstag. Ich habe es geschafft mit ihr. Und ich finde dieses Bild so schön. Ist das nicht wunderschön? Ja, aber erst noch mal ein kleiner Rückblick. Falls du die letzte Folge verpasst hast, ist es nicht schlimm. Du kannst sie dir jederzeit nachschauen oder steigst jetzt in diese Folge mit ein. Auf jeden Fall waren wir in der letzten Folge mit dem Aiden wieder auf der Arbeit und sind dann nach Hause gekommen und haben dann relativ zügig festgestellt, dass die Ellie wieder schwanger ist. Ja, ich hatte die ja, lass mich kurz überlegen, ich meine, es war wirklich ein riskantes Techtelmechtel, aber ich dachte eigentlich, dass da nichts passieren kann, weil sie nimmt vom Wicked Wim die Pille und dann ging ich eigentlich davon aus, dass das Riskante nicht so viel ausmachen würde. Aber okay. Es ist nun mal jetzt so passiert. Sie ist schwanger. Ich weiß nicht, ob sie. Also es wird wahrscheinlich auch definitiv nur ein Kind sein, weil es sind nur. Der Haushalt ist nur auf 9 Plätze erweitert, weil durch Familie Thompson, durch den kleinen Milo. Heißt, sie wird nur ein Baby bekommen. Aber ob das ein Junge wird, ein Mädchen. Frag mich was anderes. Aber ja, heute ist es soweit. Ich habe mit der Karina viel, viel, viel gemacht die Nacht. Immer mal wieder was gemacht, da sie höher kommt. Dann habe ich sie schlafen geschickt. Dann habe ich mit der Emmy ein bisschen an ihrem neuen Buch geschrieben, weil die Emmy hat sich jetzt dazu entschlossen, ein Buch herzuschreiben. Story of My Life. So als Ratschlagsbuch. Als Unterstützung für andere, wenn die so eine ähnliche Situation vielleicht durchlebt haben. Aber auch für sie, damit sie das bewältigt, darüber hinwegkommt und dass sich einfach mal von der Seele schreibt. Ich denke mal, das kennt jeder, wenn man irgendwas Schlimmes erlebt hat oder selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, man muss drüber reden, das von sich lassen. Sonst frisst man es in sich rein und das ist nicht gut. Ja, und dann hat die Karina heute, ich glaube, um 12 hat sie es dann endlich geschafft, das letzte Denken Level 5 zu maximieren. Sie hat jetzt alle Sachen voll. Ich hoffe dann, dass da dann auch irgendeine Belohnung bei rumkommt. Ich meine aber ja, irgend so was wie Musterkleinkind, glaube ich. Und da dachte ich mir, okay, komm, ich fackel nicht lange rum. Wir feiern heute den Geburtstag von der süßen Maus. Ich bin mega gespannt. Ich habe nur ein paar Leute eingeladen, weil die Ellie einfach nicht so viele Leute kennt, warum auch immer der Schein kommt. Die April, der Ben, die Yuki, die Mama von der Ellie kommt. Und ich glaube noch jemand. Ich habe insgesamt 12 Personen mit dem Haushalt natürlich. Und ist das nicht wunderschön? Ich liebe die Emmy. Also generell, ich liebe alle meine Sims. Aber ich finde, die ist so eine schöne Patentante. Das passt so gut zu ihr. Und die kommt so gut mit den Kindern klar. Und ich denke auch so, das ist auch für sie so ein. Nochmal sowas, wo sie sieht, gut, es kann auch anders sein. Die bringen sie, die machen sie heiter. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde das einfach so schön. Ja. Unsere zwei Kleinen sind hier. Die Ellie macht jetzt einen Kuchen. Unser Lien bekommt vom Aiden was vorgelesen. Machen wir auch mal eine Fotochen. Und unsere Mami, die hat jetzt den Kuchen gemacht. Die Karina bekommt einen Erdbeerkuchen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. So, Elli, stell den mal ab. Oder mach ihn in den Kühlschrank. Und setz bitte direkt ein paar Kerzen drauf, dass da niemand dran geht und den isst. Ja, mal gucken, wer denn schon da ist. Ich habe, meine ich, den Shane und die April schon gesehen. Also, die Yuki ist auf jeden Fall da. Unsere Nala ist hier. Hier sind die anderen. Da ist die Mia und da ist der Ben. Mal gucken, ob die anderen noch kommen. Hier ist die Enya. Ich hoffe, die kratzt nicht am Bett und streckt sich nur ein bisschen. Unser kleiner Mark ist hier am Spielen. Die Karina ist jetzt hier. Die kann auch noch hier ein bisschen spielen. Und die Ellie hat jetzt den Kuchen fertig gemacht und hat gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Du bist auch tief verletzt. Warum seid ihr alle tief verletzt? Wegen Schwangerschaft. Eiscreme, Kekse, Cupcakes, irgendwas Süßes. Ich will es jetzt. Haben wir irgendwas Süßes im Kühlschrank drinne?
Nee, aber wir essen ja den Kuchen noch. So, ihr Süßen. Dann, Elli, würde ich sagen, schnappst du dir mal die Karina. Kannst dich nochmal so ein bisschen. Kannst dir nur beim Spielen zuschauen. Denkst dir auch noch so, wow, die Zeit vergeht einfach. Jetzt wird die Kleine heute schon zum Kind. Heißt, sie hat Schule dann auch, die kleine Maus. Unsere zwei Kleinen sind noch klein. Und ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass die Ellie einfach schwanger ist. Sie ist einfach schwanger. Gute Gesellschaft. Weil jemand in der Nähe verehrt. Okay. Sims wissen zu schätzen, sich in der Nähe von jemandem aufzuhalten, den sie verehren. Das war bestimmt wegen dem Aiden. Ja, 2 Tage, dann ist sie im zweiten Trimester und sie hat schon richtig ein kleines Bäuchlein. Finde ich sehr krass, muss ich gestehen. Aber okay, gut. Ich denke mal, man sieht es halt bei den Sims schon eher, wenn die halt schon, ja, wenn sie nicht so dürr sind. Ich bin ja nicht so ein Freund von den dürren Sims. Komm, und dann schalten wir hier Kindermusik ein. Und dann würde ich sagen, packt die Ellie mal alle zur Runde hinzufügen. Auf jeden Fall wird die Karina heute Geburtstag haben und ich freue mich schon voll. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Ich werde sie auf jeden Fall in dem Stil einkleiden, den die Sandra ihr gegeben hat, weil ich finde, das passt super zu ihr. Und dann kannst du mal hier als Fledermaus bitte hergeflogen kommen. Emilio ist jetzt. Und dann können wir alle mal zusammen hier hingehen. Wie gesagt, wir haben hier noch ein Essen hingestellt, festliches Frühstück, dass falls irgendjemand noch Hunger hat, dass wir dann, ja, dass wir einfach denen was zum Essen anbieten können. Du kannst auch aufhören zu spielen. Du auch, die Mami holt dich jetzt ab. Genau, wen ich noch eingeladen habe, war die Silly und die Annika und die Mary. Die sind bei mir noch Kinder hier in diesem Spielstand. Die werden dann später in dem neuen Spielstand dann größer. Hast du sie jetzt hochgeholt? Guck mal, die Nala freut sich auch schon voll, dass wir gleich Geburtstag feiern. Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. So, seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Karina Kerzen ausblasen lassen. Genau, die Karina wird jetzt die Kerzen ausblasen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich hatte so, so lange keinen Geburtstag mehr. Ich hoffe, dass alles funktioniert, dass da nicht irgendwie ein Bug drin ist. Deshalb, wir hoffen und drücken die Daumen. Moment. Wir wollen ja alles miterleben. Wir machen mal die Wände hoch und gehen dann mal so hier hin. Ich sehe gerade, man sieht den Himmel irgendwie durch. Müssen wir mal so machen. Oh mein Gott, es geht los. Moment, ich muss mein Kabel ein bisschen anders hinlegen, dass ich hier mit den Pfeiltasten was machen kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott, süße Maus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kleine Maus, du hast einfach Geburtstag. Happy Birthday! Wee. Happy Birthday! Wo gehst du hin? Hallo? Jetzt, sie wird größer! Juhu! Ui, guckt mal, Krina hat mit ihren Kleinkindfähigkeiten ein Bonusmerkmal verdient. Die Bonusmerkmale von Krina findest du in der Semiologie. Kindheit, unendliche Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten. Möge das Spiel beginnen. Na super! Sie hat Motorik, sozial, mental, kreativ schon direkt Level 2 und sie ist anhänglich gewesen. Ich kann ihr jetzt 3 Merkmale geben. Da ich einen Mod drin habe, der das hat. Okay. Also ich glaube, dass die Karina auf jeden Fall ein fröhliches Kind ist. Sie ist zwar anhänglich, aber sonst war sie immer fröhlich. Sie hat seltenst geweint, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich ihr das hier gerne geben,
Was haben wir denn noch? Gamer, Tänze, sportlich. Da die Süße ja nicht so mädchenhaft war, ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann. Sie war ja jetzt nicht so, die Kleidchen dann hatte. Gut, sie hatte zwar ihre schönen langen Haare, die wird sie auch behalten. Aber sie hatte auch zum Beispiel so eine kurze Hose an und ist immer irgendwo rumgewetzt. Deshalb würde ich ihr auch gerne das Abenteuerlustig-Merkmal geben. Und wir gucken jetzt hier nochmal rein. Und ich glaube, die Carina ist ein liebt die Naturmensch. Ja. Jetzt geht's zum Bestreben. Juhu! Ich tendiere zu Mental oder Motorik. Ich kann mir die so richtig vorstellen, die dann im Schlamm rumwetzt, im Sand spielt, in der Erde buddelt und da irgendwas rausholt und mit den ganzen Käfern da so ein bisschen am Rumhantieren ist und am Klettergerüst viel spielt, dass sie so ein richtiges aktives Kind ist. Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. Deshalb würde ich das ihr gerne geben. Ich hoffe, Sandra, das ist auch so in deinem Interesse. Du findest das okay, dass ich ihr das gegeben habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel sie angezogen hat. Ich habe immer Schiss bei dem ganzen CC, was man bekommt. Da entsteht ja schon oftmals ein bisschen was Lustiges bei. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie aussieht. Hallo, meine Süße. Okay, du hast schon mal ein sehr interessantes Outfit an. Nicht schlecht. Alles gut? Ja? Aber ich finde, sie sieht süß aus. Eine sehr süße Maus ist sie. Eine sehr, sehr süße Maus. Ja gut, ich würde sagen, damit wir die Carina dann in ihrer vollendeten Pracht sehen, style ich sie schnell einmal um. Warum bist du hier so rot? Böse gesinnt, mein Partner ist schuld, dass ich so aussehe. Süße, es gehören immer zwei dazu. Es gehören immer zwei dazu. Immer noch traurig. Na gut, dann hatte sie mit Carina ein bisschen Knatsch. Gut, das ziehe ich dir jetzt mal kurz hoch, dass es nicht so extrem ist. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Cas. Ich style sie jetzt ganz schnell einmal um, zeig dir dann, was für Outfits sie bekommen hat und zeig sie dir dann auch nochmal in Nahen. Und dann haben wir ein Kind im Haushalt. Und oh mein Gott, ich freue mich so. Ja, und mein Plan ist dann auch eigentlich soweit vorbei. Mein Ziel war es, der Carina ihre Fähigkeiten, ihr gesagt, als Kind, als Toddler, voll zu bekommen. Wir werden mit dem Aiden wahrscheinlich nochmal auf die Arbeit gehen, mit der Carina den ersten Schultag so ein bisschen erleben, passiv, weil ich habe jetzt nicht leider den Mod, damit man ihn aktiv begleiten kann, den Sim. Also die werden jetzt nicht direkt heute schon ausziehen. Das machen wir nicht. Wir wollen die noch 1-2 Tage drin haben. Also ich denke 1-2 Folgen. Und es gibt's nicht. Wer hat den Staubsauger genannt? Die Emmy. Emmy, ich finde es ja schön, dass du jetzt saugst, aber muss das jetzt sein? Naja, ich husche jetzt mit der Carina in den Cas und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich habe es jetzt geschafft. Die Carina ist fertig und ich bin begeistert von ihr. Sie ist so eine Süße. Und zwar habe ich ihr eine Brille gegeben, weil ich fand, das stand ihr eigentlich echt gut. Sie hat jetzt eine orangefarbene Brille, hat ihre Augen behalten. Sie hat immer diese schönen rotbraunen Augen gehabt. Und habe jetzt Lashes noch drauf gegeben und habe ihr diese Frisur jetzt gegeben. Die Haare sind ein bisschen kürzer, aber sie hat immer noch ihre Steckfrisur, sage ich jetzt mal so. Also mit ihr Zöpfchen. Sie ist jetzt wirklich nicht so das richtige Girly-Mädchen. Sie hat eher viel, also sie hat, ich glaube, gar keinen Rock oder ein Kleid an. Sie hat vieles mit Abendkleidung. Da hat sie ein Kleid, sonst hat sie wirklich nur T-Shirt oder einen dicken Pulli und Hose und sowas. Das ist einmal ihr Alltagsoutfit. Ich finde es sehr süß. Vor allem Sulani, finde ich, passt total. Dann hat sie eins bisschen, wenn es ein bisschen frischer sein sollte. Bin ich mir gerade aufgefallen. Ich ziehe da noch andere Schuhe an. Genau, das passt ein bisschen besser. Da hat sie das Kleidchen. Sie ist richtig so eine grün, schwarz, nur ein bisschen pink. Sportkleidung. Hat sie sich das gewünscht? Zum Schlafen hat sie dieses Häschen-Bommel-Mützen-Dingsbums an. Auf einer Party ganz schlicht. Also sie ist wirklich nicht so dieses typische Mädchen mit Röckchen, Kleidchen und so. Tritratodala. Auch die Frisuren wirklich ganz leicht gehalten. Die Ellie macht ihr dann dutt. Oder die zwei Zöpfchen rechts und links. Und sie ist jemand, der schwimmt sehr gerne. Deshalb habe ich ihr die Flossen angezogen. Ich dachte, das passt perfekt. An heißem Wetter tobt sie in einer schicken grünen Hose. Ich finde, die sieht so schön aus, die Hose. Durch die Gegend. Und im Winter hat sie einmal einen Pulli.
Und hier hat dann eine dicke Jacke. Also sie ist richtig so, dieser blau-grün. So die typischen Jungsfarben, sage ich jetzt einfach mal. Die Schuhe sehen aber auch nicht schlecht aus. Nein, wir lassen die jetzt. Die passen ein bisschen besser. Ja, das ist unsere Carina. Ich finde, sie ist so eine Süße. Sie hat einen ganz leichten Skin. Den kann ich dir nochmal kurz zeigen. Wirklich nichts groß weltbewegendes. Guck, so sieht sie ohne aus. Der betont einfach nur ein bisschen die Nase. Und das macht das, die machen die Gesichtszüge ein bisschen weicher. Sonst siehst du, es ändert sich nichts. Die Nase wird ein bisschen betont. Sonst sieht sie so süß aus. Ich hoffe, Sandra, sie gefällt dir und natürlich auch den anderen. Und ich würde sagen, ja, das ist unsere Carina. Wir verbringen jetzt noch so ein bisschen den Tag, den Abend zusammen. Ja, Elli, was machst du da? Räum das mal bitte auf. Die Mary ist da. Jetzt ist auch die Mary da. Ich musste kurz nach unserer Spülmaschine gucken. Die macht gerade ein paar komische Geräusche. Ich glaube, da ist der eine Teller zu hoch drinne. Ja, und das ist jetzt unsere Carina. Unsere Carina. Ich finde sie so süß. So süß, die Maus. So süß. Ach genau, und was ich vergessen habe, ich habe ihr eine Zahnspange gegeben. Ich fand, das ist so richtig Carina-like irgendwie. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber ich fand, das war so süß. Und sie ist so eine Süße und ich freue mich so, dass sie jetzt ein Kind ist. Zum Kuchen rufen. Okay, jetzt feiern sie alle. Bisschen spät, aber okay. April soll auch da sein. Wo ist die April? Die Annika ist hier draußen. Ja, guck mal hier, das ist doch perfekt. Guck mal, dann können wir dich mit der Annika in eine Runde hinzufügen, wenn das irgendwo geht. Guck mal hier, du kannst dich freundlich vorstellen. Das ist doch schön. Oh, du bist ein bisschen dehydriert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen auf dich. Und du kannst dir Medizin nehmen. Irgendwie bist du ein bisschen verschnupft. April! Hallo, du da. Ja, gell, die Nala. Die Nala, die möchte ganz viel Aufmerksamkeit haben. Und nehmt euch jetzt alle ein Stück Kuchen. Ja? Die Emmy bräuchte ja keinen. Du hast auch einen. Ach genau, und was ich noch angepasst hatte, ich fand, die Stimme war ein bisschen zu jungshaft bei der Carina. Ich habe ihre Stimme ein bisschen angepasst. Ich habe ihr die Mädchen-Süßholz-raspelnde Stimme gegeben, habe sie aber ziemlich weit nach links runter gezogen. Und ja, ich glaube, der Kuchen schmeckt gut. Und ja, ich hoffe, die süße Maus. Wo sind die Annika? Da ist die Silly. Guck mal, da musst du auch nochmal Hallo sagen. Guck mal, da musst du auch nochmal Hallo sagen. Und ich suche die Annika in der Zeit. Und da ist die Annika. Habt ihr euch schon vorgestellt? Dann quatscht ihr süßen Mäuse mal ein bisschen. Die Annika freut sich bestimmt auch, dass sie jetzt jemanden hat, der in ihrem Alter ist. Könnt ihr ein bisschen Fantasieabenteuer spielen. Und die kleinen Mäuse, euch geht's gut, ihr Süßen. Nicht, dass ihr mir hier jetzt nichts esst und böse dann seid. Elli, geht's dir auch gut? Du isst auch deine Torte. Hier schwebt wieder ein Teller in der Luft. Die Carina hat einfach mal schon Level 3 erreicht. Oh Gott, ein unbekannter Anrufer. Sie werden bald kommen. Überleg dir gut, ob du die Tür aufmachst. Wir legen auf. Ah, wie geil. Ich liebe es, wenn die Sims so komische Anrufe machen. Was macht ihr? Emmy, bitte. Hör auf jetzt zu saugen. Kannst du doch ein bisschen mit deiner Nala hier ein bisschen beschäftigen. Umarm sie mal. Na komm, ihr werdet mal beste Freunde, ihr zwei Süßen. Frag mal, was sie in der Schule gemacht hat. Die Annika sagt dann so, ich habe schon mit meiner Lehrerin gesprochen, du kommst zu mir in die Klasse. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich freue mich schon voll, du kannst dich dann neben mich setzen an den Platz.
Ellie, wo bist du denn? Ah, du unterhältst dich mit deinem Bruder. Ja, sag mal deinem Bruder. Hey, guck mal, es bekommt noch ein Baby. Schau mal, warte, wir gucken, ob wir das machen können. Schwangerschaft verkündigen. Los, mach mal. Sag, guck mal, ich bekomme noch ein Baby. Och, Ben. Schlimm. Und, wie reagiert er? Gut, dann kannst du dich noch ein bisschen mit der April unterhalten. Kannst ja mal nachfragen, und was hast du den Kleinen so gegeben? Da haltet euch mal, deine Mama kann es auch verkünden. Die weiß das nämlich bestimmt noch nicht. Hier, Schwangerschaft verkünden. Emmy und ihren Staubsauger. Sinnlose Debatte. Aha. Stinkende Windel. Wo sind denn unsere zwei kleinen süßen Fratzis? Hier sind sie. Oh, die sind schon ein bisschen müde. Wir haben noch eine Stunde. Nee, das ist doch ein schöner Geburtstag, oder? Guck mal, kannst du die Ellie auch umarmen und sagen, danke für den tollen Geburtstag. Die Ellie sagt dann so, morgen geht es dann auch schon los mit der Schule. Müssen wir deinen Schulrucksack noch einpacken. Guck mal, jetzt wird sie beste Freunde mit dem Aiden. Das ist doch schön. Die Emmy tanzt ein bisschen. Das ist schön. Das freut mich. Süße, brauchst du was zu trinken? Ja, du brauchst was zu trinken. Hier, trinken. Ich habe an dich gedacht und beschlossen, dich... Die Carina hat schon sozial Level 4. Wow. Emmy, mit wem lachst du jetzt? Guck mal, hier kannst du ein bisschen mit der Mary unterhalten. Guck mal, ihren Tag verschönern. Sag mal, Mary, wie geht's dir denn so? Der ist ja nicht so gut bei euch. Natürlich jetzt eine Sandra im Let's Play. Das ist bei mir natürlich ein ganz anderer Spielstand. Da ist die Annika. Guck mal. Kannst du mitschaukeln? Guck mal hier. Kannst du die Annika fragen? Könnt ihr zusammen schaukeln? Ui, habt ihr es gesehen? Oh, voll schön. Ja, Annika? Annika sagt schon. Carina. Geht ihr jetzt alle schon? Ach, schade. Schade, schade, schade. Naja, nicht schlimm. Das packen wir mal alles ein. Dass ja nichts kaputt geht. Sagt tschüss. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Voll lieb von euch. Emmy, kannst du ihm die Windel wechseln? Ah, du bist jetzt hier am Tschüss sagen. Okay, Aiden, dann musst du mal was machen. Kannst du die Windel wechseln? Geht das? Windelwechsel da. Und hier bitte auch bei dem kleinen Spatz. Ellie, was hältst du nicht davon, wenn du dich jetzt mal hier entspannst? Setz dich mal hin. Kannst ein bisschen Kanal schauen. Du bist schwanger. Wir müssen auf dich aufpassen. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass die Carina sich soweit schon mal vorbereitet für morgen ihren ersten Schultag. Bevor ich aber jetzt irgendwas sage, genau, sie hat 11 Stunden, dann gehst du mal auf Toilette. Entschuldigung, ich habe leider noch nicht da, kam dann noch nicht dazu, das wegzumachen. Leider. Und alles gut bei euch noch? Ellie, du bist müde, du müsstest was essen. Hier, wo ist der Rest? Rest essen. Aiden ist soweit fertig. Emmy, bei dir ist auch noch alles gut. Na komm, Süße. Oh, die ist jetzt schlecht. Wieso ist die schlecht? Das ist nicht gut. Ja, dann schnell, schnell aufs Klo. Schnell aufs Klo. Ganz schnell auf die Toilette. Und ich glaube, die Kleinen können dann ins Bett. Hast du dir jetzt was zu essen geholt? Oh, jetzt holst du dir die Bohnen oder was? Ja, ist nicht schlimm. So, Süße. Fertig? Warst du auf Toilette? Jetzt warst du auf Toilette, okay. Guck mal, dann machen wir zusammen Hausaufgaben. Aiden, was machst du? Oh, Aiden ist schwimmen. Hey, Aiden, du bist schwimmen. Schnucki, willst du noch mal mit den Tieren Gassi gehen? Wäre das was?
Hier, guck mal, kriegst du mit den Tieren eine Stunde Gossi. Und zwar Nala, Enya, Aiden, ihr geht Gassi. Die Ellie, kannst du dich hier entspannen? Nee, kannst du nicht, schade. Die Ellie ist jetzt hier noch am Rumwuseln. Die zwei Kleinen sind fast im Bett. Emmy ist hier am Wäschemann und Garten. Und die süße Maus bringt schon gerade was weg. Das finde ich voll schön. Sie bringt den Müll gerade weg. Und dann gucken wir mal. Gut, du bräuchtest ein kleines Kraftnickerchen. Und dann musst du noch Hausaufgaben machen. Schau mal, meine Süße. Kreativ als auch mental könnten wir mit den Hausaufgaben machen. Mach mal Mathe heute. Heute ist Mathe dran. Das ist doch eine Idee. Aiden geht jetzt Gassi. Emmy, was machst du? Du stehst hier in den Blümchen. Ja, deine Blümchen, die gehen mit, gell? Die gehen mit. Dann kannst du hier mal zudecken. Zudecken. Und dann könntest du eigentlich an deinem Buch weiterschreiben, meine Süße. Dass wir das dann bald fertig haben. So, Elli. Nee, das war doch ein schöner Geburtstag. Okay, die Elli geht jetzt schlafen. Die ist ziemlich fertig. Der tun die Füße weh, der Rücken weh. Deshalb, die soll sich jetzt mal schön entspannen und schlafen. Und wir begleiten die Karina noch ein bisschen. Wo gehst du jetzt hin, meine Süße? Wo gehst du hin? Ah, gehst du hier hin, Hausaufgaben machen? Okay. Karina ist ein abenteuerlicher Sim. Abenteuerlustige Sims sind immer auf der Suche nach einem aufregenden, nach einer aufregenden Aktivität. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlesen. Nicht schlimm. Genau, die Karina macht jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben, damit sie bei der Schule fertig wird. Sie hat jetzt hier Mental Level 3 bekommen. Und du schläfst, die zwei Kleinen schlafen. Emmy, was machst du? Jetzt willst du an den PC? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Karina da sitzt. Du könntest eigentlich hier oben staubsaugen. Und wir machen den Radio aus. So. Ja. Jetzt darf die Emmy staubsaugen, wenn alle nach Hause gegangen sind. Kann sie hier auch noch irgendwie putzen? Geht es? Ne? Okay. Sonst geht's dir gut. Ja, meine Süße. Dein Buch schreiben wird dann irgendwann fertig, gell? Das machen wir noch. Aber ich finde, Emmy geht's mittlerweile sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Die kommt gut zurecht. Ich denke mal auch zum Teil einfach, weil die Kleinen sie gut auf Trab halten. Und ich denke, sie freut sich auch sehr, wenn sie dann in das neue Haus zieht, wo die Eltern schon dann sehr fleißig auf sie warten. Ich verstehe es immer noch nicht, wieso dieses Ei leuchtet. Ich finde, es sieht so cool aus. Ja, und es dauert nicht mal lange. Ich denke, ich werde ein bis zwei Folgen noch machen. Die Emmy kann sich mit der Karina noch mal kurz unterhalten. Ich sage, die Mary schicken wir dann nach Hause. Es ist nämlich schon nach 1 Uhr. Die muss auch schlafen gehen, die Mary. Mary ist nämlich Richterin. Und die muss immer topfit sein bei ihren. Was ist denn? Ach, das da. Okay, sie geht eh schon. Okay, gut. Dann quatscht ihr zwei nochmal und dann würde ich sagen, war es das auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich werde im Anschluss jetzt hier noch ein bisschen das Zimmer umräumen. Entweder baue ich diese Ecke hier um oder ich mache ein Stockbett und jetzt ist der Kleine ja schon wieder wach. Ist die Karina zum Kind geworden? Ich finde, sie ist so eine Süße. Guck mal hier. Über Snacks sprechen, ihr könnt euch noch ein bisschen unterhalten. Kannst immer nach der Vampirgeschichte fragen. Karina fragt ja zu und Emmy. Ich habe mitgekriegt, du bist ein Vampir. Aber ich glaube, die kleine Karina wird erstmal hier im Bett von der Emmy schlafen, bis ich ihr dann ein Bett gegeben habe. Die Emmy wird jetzt hier an ihrem Buch weiterschreiben. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich weiß, das war jetzt bestimmt schon das zweite oder dritte Mal. Aber es ist nun mal halt so. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand, der Geburtstag war sehr schön. Emmy, was machst du jetzt? Okay, du gehst jetzt an den. Okay, dann geh du mal ins Bett von der Emmy. Du kannst so lange dort schlafen. Geh du mal in der Emmy ihr Bett schlafen. Genau, sag gute Nacht, Leute. Schlaft schön. So,
Dann mache ich jetzt Pause, bevor wieder hier irgendwas passiert. Ich kenne meine Sims. Und würde sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich denke, wir werden mit dem Aiden nochmal auf die Arbeit gehen, vielleicht. Muss ich mal gucken. Werde ich ziemlich spontan entscheiden. Mache ich in letzter Zeit eh, wenn ich das so sagen darf. Aber ich fand, es war ein sehr schöner Geburtstag. Auch wenn jetzt nicht viel Tram-Tram-Tri-Tra-Trolala war. Wir haben relativ zügig die Kerzen ausgepustet, aber sie hat sich super mit der Annika verstanden. Also ich denke, da ist eine schöne Freundschaft entsteht da. Und ich hoffe dann zusammenwachsen durch gute Zeiten. Karina weiß es zu schätzen, dass sich Annika Zeit für sie nimmt. Die gemeinsame verbrachte Zeit scheint sie näher zusammenzubringen. Das finde ich auch nicht. Ich finde, die beiden werden hoffentlich beste Freunde, auch wenn die Familie dann ausgezogen ist und wir in die vierte Staffel starten. Hoffe ich trotzdem, dass die Annika mit der Karina noch eine schöne Freundschaft sich aufbaut. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hab noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.